Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Bravely Second Folge, zu einer weiteren Bravely Second Folge. Ich habe mich jetzt hier vorbereitet, ich habe meine besten Jobs in die Hand genommen, oder zumindest meiner Meinung nach die besten Jobs, und habe mich darum gekümmert, dass ich, so. Wobei sie kann... So. Ja, gut. Außer natürlich ist wieder das. Aber das ist okay. Ich meine, er tötet halt alles. Was sollen wir dagegen tun? Vor die Säule dann eben. Verteidige dich. Und hier gleich mal. Oh, da hätte ich, da muss ich noch was auswechseln. Ja. Jetzt sehe ich es auch. Ja, das muss ich noch austauschen. So. Dann. So, mal sehen. Er haut schon gut rein, muss ich sagen. Aber sie haut besser rein. Okay, der Yokai, der ist auf Stufe 11. Aber wir wollen ja zur Dame hier. So, jetzt. Jetzt müssen wir ein paar Sachen einstellen. Hier den Diabolismus austauschen durch Schwarz-Weiß-Magie. Dann mit Magie. Verschiedene Statusleiden heilen. Gut. Was Besseres können wir gerade nicht machen. Deswegen werden wir damit wohl antreten. Ich hatte Zweifel, dass außer mir noch ein Sterblicher jemals diesen Ort sehen würde. Und was sagst du? Ein Turnier, wenn du schon hier bist? Ich bin bereit, bereit, bereit. In Ordnung. Dann los. Ich werde keine Rücksicht nehmen. Na ja, der Secret Boss von damals. Mit ihrem Fuchs. Erstmal so. Dann, ja gut, wir haben keinerlei Informationen, deswegen gehe ich mal davon aus, dass ein Hammer vielleicht effektiver ist. Ach du Schande. Okay, das ist jetzt natürlich sehr interessant. Blindheit ist auf jeden Fall nicht schlecht. So. Bollwerk. Okay. Da müssen wir jetzt wirklich drauf achten. Ja, das verfehlt ist natürlich so eine Sache. Okay, dann sammeln wir mal BP an, während wir hier mit Weihe weitermachen. 500.000, keine Schwächen, aber Angriff ist weniger. Dann versuchen wir es doch mit dem Osmosehammer. Abenteuerfreund. Ein Glück haben wir uns das Schild geholt.
Okay, machen wir mal Plündern auf den Kameraden. Nächstenliebe auf dich. Und wenn wir dabei sind, Riedgarnebel. Was? Der kann schon wieder einen Massenhieb machen. Okay, das ist natürlich jetzt. Und der hat immer noch plus 1, oh je. Das ist natürlich jetzt nicht so prickelnd. So, aber dann machen wir die Genesung. Die sollten. Das sollten wir ja überleben. So. Dann machen wir einen Räuber. Einmal Bollwerk. Moment. So. Einmal Ruhe und einmal Weihe. Und er kann mit Medi. Moment, da hatten das Mediger alle nochmal heilen. So, erstmal Ruhe. Okay, so, den Kameraden, den muss ich mal identifizieren. Und ich hoffe doch, dass ein Feuerhammer beim Fuchs etwas Schaden hinterlässt. Ja, das lässt schon ein bisschen Schaden hin. 50.000 hat er, oder? Habe ich das richtig gesehen? 50.000 wäre die Summe. Nichts gewagt. So, verteidigen wir uns. Und jetzt müssen wir ein bisschen die. Verkleidung. Okay, sie castet Bollwerk nach. Sie macht erstmal eine Runde Ruhe. Und er macht ganz komische Sachen. Physischer Schutz, genau das. So, erstmal Ruhe bitte. Nochmal eine Verteidigungslinie, weil weil wir müssen was ist es? Unschuld als Strahlung auf uns bringen. Oh, das ist nicht gut. Wer hat denn kein Bollwerk mehr? Der hat kein Bollwerk mehr. So. Dann nichts gewagt. So, das auch noch. Und dann auf den Kameraden. Ich gehe mal davon aus, dass wir ein Bollwerk nochmal casten müssen. Und du verteidigst dich. Ja.
Abenteuerfreund. So, Bollwerk ist wieder aktiv. Nichts gewagt. Weil. Und physischer Schutz. Selbstenthüllung und dann kommen wir mal damit. So. Na, das kann ein längerer Kampf werden. Ich meine, wir sind bei 10 Minuten und wir haben noch keinen richtigen Schaden gemacht. So, Ruhe und so. Dieser Massenhieb ist eben ziemlich heftig. Halt. Halt, weil hier haben wir nichts, dann machen wir hier das. Medica. Moment, wir setzen zwei Punkte ein, weil wenn, dann wird das sein und Feuerer Hammer. Ja, das Gute ist ja nichts gewagt. Okay, jetzt müssen wir wieder zur Ruhe greifen. Jetzt kommt bestimmt noch ein Massenhieb. Oder er war mal in den Miesen. Das war natürlich auch was. Okay, der Wolf müsste jetzt beim nächsten Mal fertig sein. Er ist in den Miesen, also kann ich einfach nur die Augen öffnen. Und jetzt müsste ich eigentlich den Wolf erledigen. Oder auch nicht. So, nichts gewagt. Verteidigen. Moment. Ich kann ja jetzt auch Eiskarnebel. Vor ihm komme ich ja sowieso nicht dran. Der Wolf ist gefallen, das ist gut. So. Jetzt kommen wir langsam dazu, Schaden zu machen. Ja, genau. Deswegen habe ich auf den Yokai gewechselt. Weil dieses Echo kann einfach ab und zu mal gut sein. So. Ja, jetzt machen wir mal Blitzka, vielleicht fliegt das mehr zu. Kameraden rufen. Na. Oh, aber das war, glaube ich, kritisch. Bollwerk nochmal nachcasten.
Perfekt. Immunität gegen Blindheit wäre hier sehr hilfreich. Aber daran habe ich nicht gedacht. Verteidigung. So. Und ein Nebel. Und seltsam, dass das als physischer Angriff gilt bei ihr. Aber was will man machen? Bollwerk. So. Okay, jetzt ist das und jetzt kann Yu wieder aufgepimpt werden. Das ist Mosehammer. So, jetzt ist ein magischer Angriff eigentlich immens. Okay, Verteidigung, Bollwerk, Ruhe und das war's. Weil jetzt müsste wieder das Massensach kommen. Ja, Massenhieb. So. Den Kameraden fertig machen. Wobei, mach nochmal Bollwerk. Ja, also zumindest wenn wir zwei Leute verlieren, das ist schon. Ist schon okay. Tempo. Okay. Das ist ein ziemlich langer Kampf. Und der wird auch nicht kürzer. Halt, du brauchst dich nicht verteidigen. Wir können sowieso nicht angreifen. Das Lustige ist ja, wir können den Schaden, ich reduziere den Schaden ja gerade die ganze Zeit auf null. Das ist dann. Moment, das ist wahrscheinlich hiermit sinnvoller. Oh. So. Was mache ich wieder? Das ist. Jetzt müssen wir wieder Ruhe machen wegen der Massen. Wegen dem Massenangriff. Oder deswegen. Langt ja auch schon. Halt so. Nichts und. Du kannst dich verteidigen. Verteidige dich. So. Wieder Götterwaffe. Bin mir gar nicht sicher, ob das letztes Mal so viel Schaden gemacht hat. Aber ein Leben macht Schaden. Und das ist schon mal gut. So. Der hat noch 1900. Ja, das ist halt, wir haben eh wieder eine Ruhe. So. Dann brauchen wir uns nicht darum zu kümmern.
Dieses Abenteuer, Freund, ist ziemlich übel. So. So. Wieso löst es bei ihr das Schutzschild aus? So. Zack, Bollwerk. Kameraden rufen. Ja, gut. Okay. Doch so. Das dauert auf jeden Fall alles länger. Je länger es dauert, umso schlimmer. Ja, der Wolf hat in letzter Zeit wenig. So. Dann, was machen wir jetzt? Erstmal Nächstenliebe für You. Und dann eine physische Gunst für das. So. Wenn das jetzt wieder so ein Wolf ist, der mehr mit Blindheit anfängt, dann. So. Weil wir haben den jetzt nicht wirklich runtergekloppt. 530, wir haben bisher 100.000 Schaden gemacht. Das ist schon nicht so toll. So, nee, du musst dir das aufsparen. Weil wir könnten metzeln. Welkwoge, ich fahr auf Welkwoge. Kein Schaden. Moment. Das war unerwartet. So. Also, was mache ich dann? So, das muss ich machen. Das muss ich machen. Das muss ich machen und verteidigen. Ja, das. Ist gut, dass ich Ruhe gemacht habe. Okay, warum habe ich noch immer diesen Lebensdieb? Ah, ich habe. Jetzt weiß ich warum. Verteidigung. So. Ja, so kann man ihn langsam runterdrücken. Ich muss den Wolf, der Wolf kommt einfach viel zu schnell nach. Und ich habe keine Möglichkeit, ihn wirklich zu vernichten. Moment, was macht das? Verteidigen. Okay, Bollwerk. Nein. Und verteidigen.
Ja. Immer dasselbe. So. Es ist schlimm. Warum zählt es bei denen als... Das ist, ich verstehe es einfach nicht. Es zählt als... Wo ist es denn? Es zählt bei ihr als physischer Angriff, wenn es durchkommt. Das ist doch... Okay, jetzt müssen wir mal langsam gucken. MP-Kosten für zwei Züge auf 0, ja, das ist eigentlich grundsätzlich egal. Weil. Und Diabolismus, was kann ich da machen? Kann ich eigentlich den. Wär super, wenn wir den Wolf betören könnten. Oh je, jetzt ist aus. So. Und Bollwerk. Ja, natürlich. Dann muss es so rumlaufen. So. Ja, da müssen wir uns wohl noch was überlegen. Ja, nee, das überlebt er nicht. Und die Gruppe wurde besiegt, ja. Der Abenteurer ist nicht unbedingt der Stärkste, aber er kann halt dieses Metzeln, er kann uns einfach die ganze Zeit mit einem Massenangriff kommen. Und wir haben nicht wirklich viel, was wir ihm entgegensetzen können. Ja gut, dazu muss ich mal planen, was wir machen können. Ich sollte vielleicht Bravely Second einsetzen und ein paar Spieler rufen, um den gleich mal ein bisschen runter zu kloppen. Aber das werden wir nächstes Mal sehen. Ich hoffe, ihr seid weiterhin dabei und wollt euch ansehen, wie wir ihn noch fertig machen. Und sehe euch dann morgen wieder oder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.